Wherever you were. So, aus der Welt weg. Läuft. Läuft, läuft. Ja, du musst ein ganz bisschen, ganz bisschen. Ja, du kannst ja nicht weiterführen, aber. Oh, so. Mal schauen, ob man die Sirene dann hört. Gäse. Läuft alles? Läuft alles. Nice. Du musst ein bisschen näher ans Mic. Ah, ja? Ja. Ich hätte einfach so eine Hand. Nicht drüber, sondern auf. Ja, genau. Du musst noch ein bisschen anwinkeln nach oben. Noch ein bisschen offen. Yes. So, ja. Ja. Yes. Ich hätte hohe Schisse, wenn ich das irgendwie im Sommer würde hören, das Geräusch. Ja, gell, mittlerweile weiss man, es ist auf der erste Mittwoch im Februar. Ja, eben. Aber was ist, wenn es dann eben im Sommer ist? Ich hätte hohe Schisse, ich weiß gar nicht. So, Putin kommt! Wie so der Putin. Was will denn der Schweiz? Eigentlich nicht. Nicht, ganz ehrlich. Du hättest sicher das eine oder andere Konto nehmen. Alright! Bam! Blockland! 90. Folge, danke vielmals für die Einladung. Ja, Mann, es ist lang her. Für unsere Verhältnisse ist es lang her, dass du in dem Podcast gesehen bist. Ist es, wenn ich das letzte Mal gesehen habe? Ja, mit dem Frankie letzten Sommer, bevor wir ins Comedy Camp sind. Oh, nein, das ist wirklich lang her. Eben? Ah, das ist wirklich lang her, ja. Ja, Mann. Heute zusammen. Übrigens, muss ich schauen, so da. Ja. Nimm es bitte zu dir. Okay. So. Ja, freue mich wahnsinnig, dafür da zu sein. Ich bin, glaube ich, der meist erscheinende Gast, der da sein darf, oder? Ja, bei all meinen Sachen. Du bist am meisten im Balz gesehen. Ja, das stimmt aber, das stimmt. Das muss ich ehrlich sagen. Du bist, glaube ich, am meisten in meiner Camera-Roll. Das stimmt. Das ist jetzt das fünfte Mal. Ich weiß nicht, was du bist. Erste gesehen, ja. 20, 40, 50 mit Charlie und Sven. Mhm. Und dann halt, was die auch immer, wie viel die auch immer das gesehen ist, mit dem. Mit dem Frank. Habe ich jetzt gesagt, mit Charlie? Ja, nein, mit Frank und Sven. Ja. Und dann noch Frank allein. Du warst aber auch gesehen bei der mit dem Büssi und dem Frank. Ja, genau, ja, das stimmt, habe ich nicht können. Hast du nicht können? Ja. Weil du am Oberfahrt Geburtstag gehabt hast. Ja, genau. Andi, ich habe auch am Oberfahrt Geburtstag. Ja! Und sitze jetzt da. Aber du weißt, wie es ist. Du kannst nicht so weit im Voraus planen an deinem Geburtstag. Du weißt nicht, wie du trinkst. Oder wie fest der Kater wird sein. Ja, nicht, wenn er da sitzt und so. Ja. Ja, voll. Das ich nicht machen. Dich zu lieb. Weißt du, wie meine ich? Ja. Du bist eher einer. Du, wenn du trinkst, dann kannst du sehen, dass du wirklich trinkst. Es kommt im Fall darauf an, mit wem. Ich finde immer, es gibt Leute, die dich dazu bringen, mehr zu trinken. Als sonst. Zum Beispiel, du bist mega vernünftig, je nachdem. Wo bist du? Wenn du dir einen Tag abgemacht hast und sagst, dann sauf ich, dann saufst du aber nicht. Sonst bist du mega vernünftig. Zum Beispiel der Tim nicht, der ist nicht vernünftig. Der kannst... Eine schwache Seele. Hey, nein, eine sehr schwache Seele. Hey, kannst du immer überzeugen. Nein, wir sind im Fall. Genau das Wochenende sind wir am Samstag raus den Match schauen. Und dann haben wir schon angefangen zu trinken, wie Prosecco und so. Und wir haben nicht gedacht, dass wir weitergehen. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, gehen wir die Langstrasse. Dann denkst du, gut, wir gehen nicht die Langstrasse, nehmen den Drink und gehen heim. Dann können wir an. Ich würde behaupten, der Kollege war das, der gesagt hat, hey, machen wir einfach so schnelle Runde. Wir gehen in jede Bar rein und nehmen einfach einen kurzen Shot und gehen weiter. Ah, top Idee. Das hält ja mega lang. Ich sag, ab der 50. Shot, dann ist es egal gewesen. Dann ist es, nee. Aber ich habe bis heute Bauchweh. Ohne Scheiß, bis heute. Aber ich glaube, es war eh wegen der Wurst gewesen. Ich habe zum ersten Mal wieder mal ein Schweinswurst. Ja. So, okay. Ja. Nicht gut gesehen? Nein. Am Matsch? Ja.
Ja, ich gange. Es gibt halt, weißt, es gibt sicher die besten Würste sind wahrscheinlich in St. Gallen am Match, weil da kriegst du effektiv richtige Bordwurst. Ah ja. Ja, ja. Aber zu Basel, die Jockeli-Wurst, die ist auch nicht schlecht. Okay. Aber ich glaube jetzt nicht, dass in einem Stadion, wo nicht mal wirklich ein Fußballstadion ja. ist, dass du dort eine gute Wurst kriegst. Eben ja, das ist mein Fehler. Zwei habe ich sogar gegessen. Ich bin immer schuld. Das erste habe ich fast gegessen. Ich lande dort, dann kommt einer nicht vorbei, rührt es weg. Und dann sage ich, hey, wo ist meine Wurst? Und dann sagt sie, soll ich das wegrühren? Dann sage ich, nein, ist gut. Dann sage ich, nein, ich hole das neu. Sie so, nein, ist mir fast schon gut. Weißt du, in dem Sinne, I don't need one. So, no. Und dann geht sie, kommt zurück, holt mir das. Und dann ist es dort, du hast keinen Kübel links und rechts. Die anderen hocken auch links und rechts. Und dann denke ich, ich kann sie ja nicht wegrühren. Und dann habe ich es gegessen. Ja, ist dumm gewesen. Sehr dumm bei uns. Und den Schatz oben drauf, Bier wie. Ich weiss noch, als ich das allererste Programm erarbeitet habe, da habe ich es noch nicht mal gespielt, sondern der Jardin, mein Regisseur, ist extra mal auf Basel gekommen für, ich weiss nicht mehr, ich glaube, wir haben 4 Tage abgemacht, wo wir gesagt haben, ey, du kommst auf Basel und wir arbeiten ein Programm und ich glaube, wirklich 4 Tage hintereinander. Und es war sicher sehr nüchtern. Es war August und es hatte irgendwie 38 Grad oder so. Gell? Und das war meine erste Wohnung, weißt du, die noch keinen Balkon hatte und nichts, oder? Fuck. Und danach hat der eine Kollege von mir hat irgendwie angerufen und gesagt, hey, kannst du in den Rhein schwimmen? Und ich so, hey, du weißt, der Tag dauert, da kriegen wir eh nicht viel an, oder? Gehen wir in den Rhein, dann muss es abkühlen. Das braucht es ja auch, weißt, wenn man schafft. Es braucht ein bisschen Downtime, voll easy, oder? Und dann war die Idee, gewesen, am Rhein gibt es ja alles so Büvette. Ja. Mittlerweile gibt es 6, dort sind vielleicht 4 oder 5. Ja. Gegeben, ja? Und du kannst halt auf den ganzen Rhein drauf schwimmen und dann hast du die Geschoss. Oder auch beim Auflaufen kannst du. Genau, dann ist die erste Büvette und dann laufst du irgendwie, keine Ahnung, 500 bis 800 Meter, dann kommt die nächste. So, ne? Und dann hat er gefunden, hey, wir schwimmen da ab und dann hat er gesagt, und jede Büvette nehmen wir mal ein Bier. Okay. Voll easy. Ja, voll easy, ja, Bier, okay, ja. Aber bei 38 Grad ja, und du hast irgendwie nichts gegessen und du bist irgendwie noch geschwimmen. Also nicht nichts, so, aber okay. Ich glaube nicht, dass wir viel gegessen haben. Oh. Und es ist einfach so 4 Uhr am Nachmittag und du stellst das erste Bier rein. Und du hast ein bisschen verzögerte Wirkung. Das heisst, während dem zweiten fährst du das erste an spüren, du hast das zweite aber schon da. Ey, wir sind halt so bananenvoll gewesen. Aber irgendwie 4 Bier in der Sonne. Ja. Hey, das, Sommer ist einfach the worst. Nee, das erinnert mich an etwas, wo wir mal so getrunken haben am Nachmittag in den USA. Oh mein Gott, Vegas. Ja. Natürlich Vegas. Was? Wo so schön. Oh. Oh! Man hat es noch gedacht. Ja. Man hat es noch gedacht, dass das passiert. Ja. Ja, aber ich finde es so auch schön. Ja. Mal lösen es. Wenn wir es nicht wieder aufstellen, bin ich sicher. Fang du mal an zu erzählen. Wo sind wir? Vegas, liebe Leute. Ich und Joel, Nachmittag. Kevin Hart seine Geburtstagsparty. Übrigens war genau die Party, wo Kevin Hart seine Frau damals betrogen hat. Und ich und Joel sind dort eine Party machen. Und in Vegas gibt es ja bekanntlich die. Die Riesencups, $45 und sie mischen alles drin. Also wirklich alles drin. Und dann haben sie uns das gegeben und ich und Joel haben das gehabt. Und nach 2 haben wir uns gesagt, hey, ist glaube besser, wenn wir jetzt hier aufhören. Aber nein, irgendjemand hat die glorreiche Idee gehabt, wir nehmen noch einen. Sehr wahrscheinlich Joel. Ja. Weil er immer so eine Idee hat. Okay, aber wir müssen schon ein bisschen ausholen. Ja. Nur schnell. Das ist Sonntag, gell? Es ist Sonntag Nachmittag. Und ich habe von irgendjemandem gehört, Poolpartys in Vegas ist Sonntag, ist der Shit. Ist der Shit, ja. Und zwar, am besten ist im Hard Rock Café. Yeah! Yeah? Yeah, dude! So, und Kevin Hart ist dort, wieso auch immer. Ja. So, und nein, normalerweise haben sie, das ist so dumm, normalerweise haben sie irgendwie DJs, weißt du, die grössten Namen. Und manchmal haben sie halt keine DJs, sondern der Kevin Hart kommt und hat Kevin Hart's Birthday Bash. Geisse, jawohl. So hat es geheißen, oder? Ja. Und
sind wir dort an. Haben irgendwie, ich weiss nicht mehr, wenn du im Vorverkauf nimmst, kostet es irgendwie 10 Dollar. Aber ja, am Tag selber dann haben wir irgendwie 90 Dollar gezahlt. Ja, 90 Dollar pro Ticket, ja. Jenseits. Ja, stimmt. Und sind irgendwie noch eine Stunde angestanden. Ja, genau. In Badhose. Und es sind fast nur schwarze Leute dabei gewesen. Stimmt, ja logisch. Kevin Hart's Birthday Bash. Alles Schwarze mit seinem Buch. Ja, an einer Poolparty sind alle mit seinem Buch rumgelaufen, weil sie gekauft haben, unterschreibt es dann noch, ja, oder? Und es hat, was ist gesehen? Also die Lufttemperatur ist irgendwie gesehen. Ja, 48 Grad oder so. 40 oder so, ja. So, und das Wasser ist zwar pisswarm, aber es ist immer noch besser als die Luft. Das heißt, wir sind eigentlich immer so ein bisschen im Pool gesehen. Ja. Und wo wir gekommen sind, Gott, die ganze Zeit Hip-Hop, irgendwie so T.I., was weiß ich. What? Und alle so am Umspritzen, alle so im Wasser so. Ja. Und dann haben wir eben die Dinger genommen. 45 Dollar für so eine riesige so Cup. Ja, gell, das war riesig. Was sind wie viele Liter geht da drin? Liter, gell? Ich glaube, ein Liter gesehen. Ein Liter gesehen. Wir haben Moskau im Juli genommen. Und wir sind der erste genommen und wir haben ohne Scheiß, wir haben irgendwie. Ich glaube, ich habe nicht gespielt, keine Stunde lang. Nein, vor allem, wir haben irgendwie 2 Stunden gebraucht, um das zu trinken. Ja. Und wir sagen, hey, mir geht's gut, dir geht's gut. Nehmen wir nochmal eine. Passiert nicht so viel. Da haben wir dann irgendwie. Ist eh Sonntagnachmittag, weißt du? Da haben wir dann irgendwie in 40 Minuten getrunken. Und ich glaube, ab dem dritten, gell, ist es schlimm gekommen. Ja, während dem zweiten ist es langsam gekommen und dann haben wir übrigens schon den dritten bestellt und dann ist es vorbei gewesen. Ja, dann ist es vorbei gewesen. Ich habe gewusst, es ist vorbei, weil. Der Moment, wo du Sachen verschwommen siehst, den weißt du, I'm gone. Aber eigentlich solltest du jetzt sagen, ich gehe heim, aber genau dann triffst du Fehlentscheidungen. Natürlich. Und findest, nein, wir bleiben jetzt. Jetzt nehmen wir nochmal rein. Nein. Vor allem dort, genau, weil wir es so gefühlt haben, wir haben gesagt, hey, jetzt ist voll easy. Genau, ja. Das heißt, dann wäre perfekt gewesen. Aber nein, wir haben noch einen dritten genommen. Und dann und sind wir. Und dann habe ich gedacht, hey, es läuft wieder Musik, voll geil. Und habe gefunden, ich mache es, wie ich es bei allen gesehen habe. Ich spritze wieder so im Pool, spritze ich so mit dem Wasser rum. Flash, 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 flash. Und habe, glaube ich, nicht gecheckt, dass bis dort ich der Einzige bin. Ja, genau, es sind alle aufgehört. Und ich weiss noch, wie eine zu mir überschwimmt und sagt, wo der Liesling so, excuse me? Ich so, ja, sagt sie. Is that your friend? Dann drehe ich mich um, einfach einer dort. Ja! Ja! Und alle im Pool schauen sie einfach so. Und dann sage ich, yeah, he's my friend. Dann sagt sie, ja, am Dabe. Ja! Nein, im Pass. Und dann sagt sie, yeah, that's my friend. Dann sagt sie, could you please tell him to stop? Jo. Was ich eben nicht gecheckt habe, ist, dass ich ihr nicht nur Wasser rumgespritzt habe, sondern dass ich effektiv Leute nass gespritzt habe, die am Pool am Chillen sind. Ja, voll. Weißt du, auf so Liegestühlen und so. Und ich so, pflat, pflat. Hast du nicht gecheckt? Da habe ich mich mehr müssen entscheiden zwischen dir und meinen Leuten. Recht schwierige Entscheidung gewesen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann die Leute angespritzt. Und danach, hat sie irgendwie so... Getanzt wurde. Und dann sind irgendwie so Dudes gekommen und haben gesagt, ich soll aufhören. Ja, genau. Oder? Dudes, also Security ist gekommen. Ja, 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 ja. Und dann gesagt, du sollst schon fertig. Mit so orangen Westen. Und ich so, ja, voll. Und nein, irgendwie... das Geile ist immer noch die dich angetanzt hat. Sorry, das ist... Oh mein Gott. In einem Pool. Ja. Schwimmt eine. Ja. Also eben, sind alle schwarz gesehen. Wir sind wirklich, also wir. Ich bin der einzige Weiße gesehen dort. Voll, Die ist, keine Ahnung, ich habe es nicht genau gesehen im Pool, aber die ist etwa 400, die ist etwa 400 Kilo schwer gesehen. Sie ist big booty. Und sie ist wirklich big booty. Und sie hat gesagt, what's up, baby? Und ich so, what? Und dann dreht sie sich einfach um und grindet mich so. Oh mein Gott. Und ich konnte ihn ahnen können. Ich so, der Blick hat mich. Ein bisschen über die Grenze gesehen, sag ich jetzt mal. Siehst du, Männer können auch belästigt werden? Ja, ich kann nicht groß etwas anderes können machen. Ja, nein. Voll in meinen Augen hat das geil ausgesehen, weil ich drei Jungs gesehen einfach so eine dicke Frau, die einfach boom, Joel hinten dran tut. So. Und es hat einfach Wellen gegeben im Wasser. Und ich denke, oh, he's dead. Oh mein Gott. Und einfach so. Oh mein Gott.
dann, aber dann ist sie einfach wieder weggeschwommen. Dann ist sie einfach weggeschwommen und sagt, yeah, no, no more white dudes for me. Sie denkt, nee. Das ja. ist nichts. Und dann nach der. Dann sind wir rausgeschmissen worden. Ja, also ich. Ja, du. Weil eben, sie haben mir gesagt, ich soll nicht mehr rumspritzen. Ja, dann hat es nicht und gemacht. Und dann ist es, glaube ich, 3 Sekunden gegangen. Und ich habe gedacht, ich beste Idee von meinem Leben. Ich habe gedacht, yeah, ich springe rein. Ich springe in den Pool. Ja. Ich bin so ja. Und ich weiss noch genau noch, wie sie dir sagen, hey, stop that. Und ich sehe die, drehe mich um, schwätze mit irgendwelchen Leuten, drehe mich nochmal um und es sitzen 3 Frauen und über die 3 Frauen in ihren Köpfen sehe ich einfach den Joel so. Und ich denke, was für ein Idiot. Und das Wasser spritzt und die Typen gerade rein. Ich will rausschwimmen. Ich weiß noch, wenn ich. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht viel dort, aber das weiß ich noch, wenn ich so reingumpe und ich habe es so mega genossen. Ich bin so voll am Eintauchen. Weißt du, ich so. Wie du gewiss gehst, wie fuck. Es ist so geil, wenn ich so. Und danach, wo ja. ich auftauche, sehe ich einfach schon die Hand von diesen orangen Westen, um mich einfach zu packen. Und danach hat irgendwie, haben wir noch schnell. So, du hast irgendwie noch Zeugs im Schließfach gehabt. Ja, genau, ja. Weil ich habe nur Badhose gehabt. That's it. Mhm. Badhose und meine Ziggis, weil ich noch geraucht habe, dort, die sind irgendwie auf so einem Nebenpool genau. gelegen. Und ich so, ah, da, meine Ziggis, ich nehme die so. Und sage, du, und also, der Dude irgendwie so, ja, yeah, wir schmeißen jetzt raus. Und du so, ja, aber ich habe noch seine Sachen. Ja, genau, und dann ja. haben sie irgendwie abgemacht, wo sie mich, genau, ja, ja. Wo sie mich abstellen, genau, ja. sozusagen. Ja, weil sie schmeißen mich raus, aber sie sagen irgendwie dort am Ecke. Und dann packen sie mich so. Und dann haben sie mich in so einen Raum gezerrt, wo sie mich angeschraubt haben. Und ich bin einfach so betrunken. Ich sitze auf der Tür. Why the fuck did you jump in the pool? Ja, genau. You told me not to jump in the fucking pool. Ja, ja. Fuck you doing, you Europeans. Ich habe es schon gemacht. Ich meine, ich habe es verstanden. Die schmeißen mich raus. So, alles okay. Aber sie haben mich auf den Weg noch ein bisschen anschreien. Und dann haben sie mich irgendwann abgesetzt. Und Vegas ist so absurd, weil sie in dem Hard Rock. Ein Casino drinnen? Ja, es ist ein Casino, aber dort, wo ich rausgeschmissen worden bin, dort ist so. Da hat es irgendwie so Läden gehabt, keine Ahnung, Tommy Hilfiger und whatever. Es ist so, ja, okay, so wie am Flughafen. So eine Shopping-Straße. Ja, so 3-4 so, ja. Shops, bevor es dann irgendwie ins Casino geht, keine Ahnung okay. was. Und ich bin so dort. Und da kannst du überall rauchen. Ja. In Vegas ist es ja eh scheiße. Ja, das stimmt, ja. So, und dort hat es so einen riesen Aschenbecher und ich so, ja, voll geil. Charlie und ich haben abgemacht, wir treffen uns irgendwie. Ja. Dort, wo sie mich abgesetzt haben. Ich warte jetzt einfach mal auf ihn. Also. Und zünden mir so eine Ziege an. Und danach hat irgendwie wirklich alles immer nur so halb verschwommen so und so. Bruchteil. Und dann höre ich immer so. So. Und ich denke so, hä? Und dann fange ich so rumzuschauen und dann merke ich, oh shit, da gehen sich 2 auf die Schnur. Oh, nochmal 3. So, und jetzt sind die, ich weiß nicht was, es ist irgendwie so Italo-Americans. Ja, ich weiß, ey. Hey, und dann haben die sich auf, keine Ahnung wie viel, in meinem Kopf, prügeln, in ja, meinem Kopf 60, aber ja. vielleicht sind es auch 12 gewesen, keine Ahnung. Aber einfach, ah, die haben das ganze Casino zerstört, gell? Das habe ich eben nicht mitgekriegt. Ich doch. Es gab eine Megaschlägerei, gell? Und die haben so sich gegenseitig so boom, boom, boom. Und die haben so, wow, bis so Rauch. Es hat angefangen, wenn sie... Und du hast mich irgendwie 3 Viertelstunde gesucht. Ja. Genau, eben, ja. Es hat, glaube ich, angefangen, wenn sie die weggezählt haben. Und ich habe schon Leute gehört streiten. Wir haben nichts überlegt. Jetzt hast du die Kabine nicht gefunden. Und mega hässig werden, weil ich 3 Frauen kennengelernt habe, die im Nachhinein sind eigentlich Noten gewesen. Oh yes, ja. Yeah. Hurra gewesen. Also ich habe falsche Hoffnungen gemacht. ich weiß nicht, welche Frau, wo nicht professionell in diesem Business schafft, einfach mal so ein 50-Pack-Kondom dabei hat. Wieso schauen schon, sie sind voll vorbereitet auf Vegas. Ja, sie sind sehr vorbereitet. Ja, auf jeden Fall. Ich hol das dann, fange an zu suchen und wirklich von einem Laden zum nächsten sehe ich Scheiben eingeschlagen, Kleider liegen am Boden, Security läuft um, die Polizei, Blut. Und ich denke, what the fuck ist da innen passiert? Dann wollte ich ja versuchen, Joel. Und drinnen nirgends gefunden. Und einfach per Zufall zum Eingang gegangen und du dort halb nackt mit der Zigarette so. Ich so, Alter, was ist passiert? Das ist Schlägerei.
Dann sind wir in den Taxi gestiegen, heimgegangen, und sollen essen. Aber wir sind so betrunken gewesen, wir sind eingeschlafen. Und ab 2 Uhr morgens sind wir aufgewacht. Und also das heisst, Sonntag 2 Uhr morgens. Ja. Irgendwie, ich bin glaube zuerst aufgewacht. Ja. Und man so, hey Charlie. Und ich war am Boden gewesen. Ja. Ich habe nicht gecheckt, wie ich am Boden bin. In dem verschissenen Luxor-Hotel. Das dümmste Hotel ever. Die dumme Pyramide, wo du so schräg den Lift rauffährst. Scheiße. Sind wir nachher nicht abgegangen? Nein, zuerst mach ich es auf. Und dann, ich habe gar nicht gecheckt, was für Zeit es ist. Weil ich habe überhaupt. Und ja, dort innen ist eh keine Ahnung, was für Zeit es ist. Dann schaue ich so aufs Handy. Und dann habe ich ohne Scheiß irgendwie 9 Mails von diesem Table Reservation Programm. Ja, und die wirklich so: hurry up, your reservation is in 15 minutes. Und das nächste Mail irgendwie: you're missing your reservation. Please call. Bla, irgendwie so. Und dann irgendwann so, your table has gone away. Und dann your rating has gone down. Weißt du, so, alles schlecht, oder? Ja. Und dann irgendwie so, hey Charlie. Und dann schaue ich mir, es ist 1:30 oder 2 am Morgen. Und wir so, oh shit, langsam Hunger. Und wir sind immer noch bananenvoll. Ja, ich bin hart bedunkt. Und dann sind wir so völlig verloren, sind wir wieder in das Luxor-Abend. Und dann haben wir so geschaut, jo, wenn wir da einen Burger essen oder wenn wir das, es ist irgendwie alles offen. Und dann haben wir einfach weiter suchen. Und dann sind wir ins nächste, ins Mandalay Bay oder irgend sowas. Dann sind wir dort alle. Sind einfach wieder mit einem Drink. Sind wir oft zu einem runden Tisch gesessen. Während so eine Rockband so 80er-Heuler gesungen hat. Das Morgen Feeling! Und einfach drei Leute und wir zwei und einfach die Asiatin mit dem asiatische Prostituierte mit so einem alten Dude. Er hat sie immer wollen küssen, aber er hat es nicht geschafft. Er macht es so, er macht und sie haben so wieder da. Und wir so, mein Gott, was machen wir da? Aber wenn ist es gewesen, wo wir runter sind und ein verheiratetes Pärli ist auch am Tisch gewesen. Oh, das ist Freitag auf Samstag, ist das, glaube ich, gesehen. Aber man Blackjack spielt kein. Also für das Bärli, siehst du gekommen. Brut im Brutkleid. Ja, genau. Hat mit uns auf Blackjack spielen. Ja, mit dem Mann. Hat den Fun of her life gehabt. Ja. Und der Mann kommt irgendwann. Ja. Und hast du gemerkt, es ist irgendwie, ich glaube, nicht so eine geile Hochzeit gesehen. Die Kollegin ist auch dabei gewesen. Dann ist irgendein weirder Dude neben mir gehockt. Und hat versucht, mit einer Kollegin zu schwätzen. Und irgendeine lehnt sie sich zu mir über und sagt mir so, he's weird. Und dann frage ich so, you don't know him? Sie so, no. Und dann ich meinte, sie sind in Gruppe. Und dann haben sie auch verstreiten. Das weiss ich. Irgendeinen Streit hat es gegeben. Und dann hat sie irgendwie uns die ganze Zeit gesagt, fuck my husband und so, I don't give a shit about him und bla und bla. Und ich so, du hast vor 2 Stunden in Kyoto. Ja, genau, stimmt. Und dann? Du bist am Blackjack spielen. Hit me. Und dann haben wir sie am nächsten Tag wieder gesehen. Am gleichen Tisch. Völlig zerstört. Mit irgendwie Make-up überall verschmiert. In so pinke Jogginghose. Ja, genau. So, Scheiße. Oh mein Gott. So, was beweist, Hangover ist nicht so ein guter Film. Nein, überhaupt nicht. Hat mich super enttäuscht, weil irgendwie alles, was du dort siehst, denkst du so, ja, kann passieren, wenn du Vegas bist. Ja, voll, das stimmt. Außer das mit dem Tiger, das ist wirklich. Man hätte sich auch eingefunden. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch wieder. Scheiße. Aber die Moral von der Geschichte ist auch, Sonntagsaufen kommt immer gut. Ja. Oh, mega. Ja. Vor allem so ein Lied. Aber eben, für das sind Amis auf die Jenseits. Eben, Ich bin mal mit meinem Vater in Vegas gesehen. Ja. Und wir sind Cirque du Soleil, sind wir geschaut. Mhm. Ja? In einem wunderschönen Theater, 2500 Plätze. Ja. Weißt du, für einen Comedian, der Traum. Ja. Wo das klar, findest, boah, das ist einfach perfekt aufgebaut. Ja. Mit den zwei Balkönen, wo es alles so halbrund. So. Okay. Wie halt alte Opernhäuser, aber als modernes Theater. Oder? Okay, cool. Und was kannst du machen? Du kannst einfach in Shorts da drinnen hocken und ein 1 Liter Wodka Mango Slushy saufen. Das ist einfach American Style. Das ist einfach der Untergang von jeglicher Kultur. So. Mein Vater nach einer halben Stunde einpennt und ich dort mit dem Wodka Mango Slushy. Und du siehst einfach, wie Menschen vorne Hochleistung betreiben. Zum 8. Mal die Woche tun sie sich am Trapez irgendwie mit Triple Salto und du bist einfach so nach einer halben Stunde so.
Ja, hast du langsam gesehen. Aber das sind teuer, muss ich ehrlich sagen. 45 Stutz finde ich teuer. Für ein ist es teuer im Verhältnis? Mal, 45 Stutz find ich schon viel. Ja, also für einen Liter. Für einen Liter? Ja. Yeah. Für einen Liter geht es dann eben wieder. Also weißt, bei uns wären es 3 Drinks, dann kommst du aufs Gleiche. Ja, stimmt, ja. Ja, stimmt. Ja. Die haben halt viel easier. Ja. Ja. Oh mein Gott! Aber ja, mir geht es wieder gut. Mein Bauch ist eigenermaßen wieder gut. Ja. Yeah. Und der Rona? Oh, der Rona! Oh, der Rona! Zum zweiten Mal! Yeah. Zum zweiten Mal, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt hast du wahrscheinlich Omikron gehabt, ne? Ja, jetzt habe ich die abgeschwächte Version, weißt du, nicht der Original OG. Corona Covid-17. Covid-17? Covid-19, das erste hat mega gehabt. Mm. Ja, das weiß ich noch, wirklich flach gelegen, habe das Gefühl gehabt, ich muss mein Testament schreiben und Familienmitglieder alle. Du und Scheiße, ich bin wirklich, schau Fernsehen, das Handy ist glaube ich da und die Fernbedienung. Und ich wollte die Fernbedienung holen und ich merke, jetzt wenig Kraft. Und dann wirklich und dann habe ich schon gedacht, so, oh shit, so, wenn ich nicht mal jemanden anrufe, ich bin am Arsch. So ist es mir auch mal gegangen, als ich im Spital war. Ja. Wegen meinem Fußbruch. Und ich mich einfach mit Morphin zuballern lassen. Ja, gut. Ja, gut. Das ist etwas anderes. Fast das Gleiche. Ja, du bist einfach Stein da gewesen, ja. Nein, und dann, danach hatte ich Long-Covid gehabt, eben keine Steige können laufen. Weil, eben. Long-Covid gehabt, aber dann hast du jetzt immer noch. Ah, nein, kein, den ist nachher weg. Also, du hast oft lang gespürt. Ja, lang gespürt. Ja. Gedächtnis, also Kurzzeit. Gedächtnis war einfach mega scheiße gewesen. Ich konnte abends einfach aufstehen und zum Kühlschrank gehen, aufmachen und ich wüsste nicht, warum ich eigentlich aufgestanden bin. Aber, ein bisschen wie jetzt immer noch. Aber dann habe ich Corona, seit ich 6 bin. Ja, gut, Mann, ja, gut. Weißt du, wie oft stand ich neben so, was habe ich jetzt wollen machen? Gell, Fanny? Oder suchst Fernbedienung, aber hast du sie in der Hand? Ich habe sie mal in den Kühlschrank gelegt. Ohne Witz? Ja, das ist, weil du etwas gesucht hast. Etwas zu essen geht, raus. Ja, passiert. Das Handy fände ich jetzt noch lustig. Ja, das Handy, ich weiß nicht mehr. Das Handy habe ich, glaube ich, nie in den Kühlschrank da. Siehst du nicht mal, das weiß ich mehr. Nein, aber hinter dem Spiegel habe ich auch schon geschafft. Oh, okay. Ja, das habe ich auch schon geschafft. Gut. Ich irgendetwas angeschaut. Du hast es schon auf dem Auto geschafft. Ja, warum musst du nicht da? Okay. Gut, ich habe das Board nicht dafür aufs Auto gelegt. Ich finde es halb so schlimm wie das Handy. Das Handy sollte man wirklich nicht machen. Vor allem dann geht es mir oben runter noch. Und ich schaue hinter in den Rückspiegel und meine, boah, der arme Sieg, wo das Handy auf der Straße vergessen hat. Und vor allem, du hast ja noch Auftritt müssen und du hast kein Navi denkt. Schlimm! Zumindest auf der Autobahn will ich die Adresse suchen, finde es nicht. Fahre zurück nach Zürich, kaufe mir ein neues Handy. Gang dann an die Show, komme 5 Minuten vor dem Auftritt an, erzähle die Geschichte. Die Leute denken, er lügt. Yeah. Das war wirklich wahr. Und 2 Monate später, einer im Dorf nebenan hat mein Handy am Boden gefunden, ohne Kratzen. Was? Ja. Dann ich das Handy zurückbekommen. Ja. Was hast du denn als Finderlohn? Nichts. Ich sage, I'm broke. Hat ihm gar nicht gegeben. Ist mega lieb, dass man einfach zurückgegeben kann. Okay. Ja, nachdem er 16 Lines drauf genommen hat. Aber. Nein. Der, wo mein Portemonnaie gefunden hat. Ja. Dann habe ich ein bisschen Geld gegeben und habe gesagt, hey, und geil, also du musst nicht und so, aber ich würde dich mal einladen an eine Show von mir. Ja. Und dann so, ja, voll geil. Ist ja cool. Natürlich nicht. Hätte mich nicht interessiert. Nein, nur das eben, das erste Mal eben Long-Covid und das Zeug gehabt. Jetzt beim zweiten Mal ist es nur alles mega schleimig gewesen, wie das erste Mal. Ja. Du hast das Gefühl, irgendwie... Irgendjemand ist schlimm in den Gelenk rein da und fühlst einfach so. Nein, einfach grusig. Und 2-3 Tage Kopfschmerzen und Halsweh. Das ist nichts. Diesmal war es okay. Ja. Ja, und jetzt habe ich mir erholt, keinen Geschmacksverlust.
Nicht so wie das letzte Mal. Gut, das hat man irgendwann nicht mehr bei Omikron. Nein, sollte man nicht mehr haben. Yeah. Aber das hat mich das letzte Mal unheuer schwer getroffen, muss ich ehrlich sagen. Die Atmungsnot habe ich wirklich schlimm gefunden, yeah, aber nichts können schmecken. Das finde ich einfach scheiße. Hat es bei dir, ja, bei dir zuerst auch alles nach Essig geschmeckt? Nein, bei mir gar nicht. Gar nicht, von einfach Anfang an nicht. Gar nicht. Ich bin eher auch nicht vorher. Es gibt so viele, die irgendwie sagen, sie, irgendwie, sie schmecken Essig. Alles schmeckt nach Essig. Ja. Und dann hat es irgendwann weg. Nein, bei mir ist gar nichts. Ich bin rausgegangen, habe das Gefühl gehabt, ja, Covid geschafft. Ich bin Tag, keine Ahnung, 10 oder so. Ich nehme Whisky, habe gedacht, ich rauche schnell. Und dann merke ich irgendwie so, hey, das Glas ist leer. Und es war Whisky gewesen, ja, gell? Und ich habe nichts geschmeckt. Oh. Ich dachte, nein. Dann bin ich reingegangen, Zitronen genommen, ja, ja, drei Bissen, dann ich gewusst nicht. Und das finde ich eben mega schlimm, weil du merkst, erst wenn du es nicht mehr hast, wie viele Sachen dir gefallen, allein vom Geruch und Geschmack sind. Ja, eh. Also Essen, du hast null Appetit mehr, wenn es nicht schmeckst. Es sieht mega cool aus, ja, du bekommst mega Hunger über und dann nimmst du ein bisschen, ja, und findest... Ja. Ach. Ja, nein, das... Gibt aber einen Vorteil. Also zum Beispiel öffentliche Toilette kannst du auf einmal dann gehen. So. Ja, du kannst alles machen. Ohne Problem. Du kannst alles machen. Also du kannst... Burger King essen. Burger King, Mac, grusigst Döner. Du kannst in den Ausgang gehen. Hive am Morgen um 3 reinlaufen, alle verschwitzt. Pff, nichts ausmachen. Du wirst... Nein, ich kann das nicht so gut wie du. Merkst du, wie das mache? Ja, genau. Aber überlebt. Du hast es nie gehabt, gell? Nein. Nie? Boah, ist so Glück. Aber meine damalige Freundin hat auch so Geschmackswurst gehabt, die hätte keine rohe Zwiebeln. Hat sie auf 3 bissen. Boah! Nichts passiert. Einfach so, schmeckt nichts. Du bist einer dieser Menschen, die einfach irgendwie Glück gehabt. Ich bin das, wo alle Menschen gemeint haben, dass sie es sind. Weisst, ich bin mega immun, ich krieg's nicht. Ich esse nur gesund und so, weisst, Zink. Ich nehme Zinktabletten. Gut, das hilft sicher auch ein bisschen. Ja, ja, ja. Dass man oft schon mal das Immunsystem, ja, stärkt. So. Ja, ja, klar, ja. Aber irgendwie, es gibt mega viele Studien wegen Blutgruppen und was weiß ich. Und ich was bist du für eine Gruppe? Null positiv. Weil ich bin null und ich bin positiv. Ja, ja. Als Mensch. Weißt. Trotzdem bin ich positiv. Du auch? Ich bin nur positiv, wirklich? Ja. Ja. Also ich hätte jetzt gedacht, du bist so ein AB-Typ. Nein. Aber ich habe gemerkt, du kannst allen Blut geben, aber yeah, die meisten können dir nicht geben. Genau. Genau. Nur ja, ja, wir sind Weltretter, aber wir sind voll am Arsch. Ist voll eben. Caring is sharing. No, yeah. Sharing is caring. Yeah. Caring is sharing. Mi casa es su casa. Ja, voll, ja, wortwörtlich, ja, bei uns. Genau. Ja. Aber su casa no es mi casa. Gut nicht. Das wäre geil. No puedo tener tu sangre. Ich habe keine Ahnung, was das heisst. Ich kann nicht die Blut heben. Kannst du so was sagen? Wie findest du, dass ich irgendwie 4 Jahre in der Schule Spanisch gehabt habe? Und du kannst nur das? Nein, das habe ich jetzt dazu probiert. Also, okay. No puedo. Oder aber. Das heißt, ha. No puedo haber tu sangre. Das klingt schöner. Ja. Aber tu sangre. Sangre. Das könnte ein Vampir für ihn sein. Aber tu sangre. Tu sangre. Aber ein spanischer Vampir-CB. Vampir-CB. Ole. Hola. Hola. Hola, señorita. Soy Juan Pablo. Este vez. Oh mein Gott, weißt du, was ich jetzt die ganze Zeit wieder schaue? Was? Ich habe mir so eine Fernseher gekauft. Ja. Und das ist so eine, irgendwie, keine Ahnung, ich mache jetzt auf die Werbung, scheißegal. Das ist so eine Samsung und der hat irgendwie so ein integriertes Programm, das heißt Samsung TV Plus. Okay. Und das sind irgendwie oft so ein paar Sender. Okay. Und irgendwie, weil ich den Fernseher kaufe, da habe ich die Sender. Okay. Und es ist ein Sender, wo nur Catfish läuft. Was? Nur. Why? Eine Folge nach der anderen. Und es gibt ein Sender, der läuft nur X-Faktor. Das Unfassbare. Also wie viele Folgen hat es von X-Faktor? Keine Ahnung. Aber meine Freundin und ich, wir haben jetzt oft so wieder ein paar geschaut. Oh, das ist so geil. Geil. Solche Sendungen, die sind immer geil, wenn du das im Nachhinein schaust, aber gleichzeitig denkst du auch so,
Wow, ich habe den Scheiß geschaut vor ein paar Jahren. Es ist jenseits. Und immer noch. Wirklich, es ist also. Es ist immer so. Der Schluss von der Geschichte ist immer irgendwie. Ist es wahr oder seit 10 Jahren tot. So, immer irgendwie, ich habe jemanden gesehen und der hat mir geholfen ja. Und dann hat er ist aber schon lange tot. Ja. So, jetzt ist 100 Mal die geschickt ja. Und die eine, die ist so dumm gesehen. Mit einem Dude. Er hat einfach eine Prostituierte daheim. So fängt es an. So, dann läutet. So wie man es macht. Es läutet und es kommt ein anderer, wo irgendwie so sagt, ich bring dir heute oben dein grosses Glück und bla bla. Und er sagt, okay. Schmeiß die andere raus. Was? Was? Makes no sense. Und die neue kommt. Und sie okay, sagt, ja. Ah, du wirst nicht die Glück glauben und so. Ich brauche für eine Business-Transaktion. Und sie raubt den aus. Eben, so, okay. Und danach hat, irgendwie sie hat 25 Millionen Dollar und er kriegt die Hälfte oder irgend so was. The Nigerian Prince. Ja, ja, aber sie ist halt so eine Blondie. Okay. So eine Blondie mit so einem mega übertriebenen roten okay. Lippenstift. So, oder? Okay. Und also, wow. So, danach tippt sie irgendwie so 25 Millionen ein und er gibt irgendwie seine Kontonummer und danach hat Klick und dann wird es transactioned und also, wow. Und danach macht sie noch ein bisschen an, und dann fühlen ja. Sie ja ummachen. Und dann sagt er irgendwie, oh, aber auf einmal ist mir dann so ein bisschen übel geworden. Was für eine weirde Folge ist das? Sie wird ihm so mega träumlich. Ja. Und dann klappt er zusammen. K.O. drauf. Yeah. Dann raubt sie ihn aus. Und dann wacht er auf und sie geht irgendwie gerade. Mhm. Und weißt du, so klassisch, so Schnitt auf sie. Ja. Und er schaut schnell weg, Schnitt zurück und du siehst nur noch beim Fenster, wie so der Vorhang weht. Ja. Typisch Hollywood-Schuhe. So. Sie ist nicht durch Türen raus. Nein, sie ist einfach... So. Magic. Sie hat so eine dumme Kugel genommen und macht... Und sie ist weg. Und dann schaut er so aufs Konto und dann macht er so... Und dann steht einfach so Balance, $0. Ah, shut up. So, also, aber bis du da nicht denkst, irgendwie alles könnte sein, oder? Ja. Natürlich. So, jo, ja, es ist einfach mal eine gekommen und die hätten irgendwie angemacht und verviert und danach hat es ausgehabt. Oh, big ja. deal. Hätte ja. uns ja die eine Taxifahrerin in Vegas ja. übrigens erzählt, ja. wie das genau. die ganze Zeit passiert ja. hat, oder? Okay. Dann aber macht er so, und dann hat er am Hals zwei so. Ah, shut up, so zwei Bisswunden, nein! Nein, was ist das? Hat zwei so Blutflecken. Also, so. Und danach hat erzählt die Geschichte irgendwie der Bulle. Und natürlich geht er dann in die Klapse, weil die finden, Alter, du spinnst ja. Also wegen dem geht er in die Klapse. Ja. So, und das letzte Bild von der Erfolg ist oft, wenn er in so einer Zwangsjacke in der Klapse ist. Und dann macht er. und hat zwei so Papierzähne. Der gute Jonathan Frakes wieder. Mit ist die Geschichte wahr? Mit so einer schlechten Synchronisation. Kann ich mal Bitcoin auf das essen. War das wirklich ein Vampir, der diesen Mann... Oder haben wir sie nur hinters Licht geführt? So, und weißt du, wie sie am Schluss im auflösen? Das habe ich nicht mehr gewusst. Am Schluss ist immer so. Und? Dachten Sie, die Geschichte ist erfunden? Diesmal nicht. Etwas Ähnliches ist 1970 in Arkansas passiert. Was? Eine große Tabacho? Ich weiß auch nicht. Stop lying, man. Ich weiß nicht, ob es mit der Geschichte gesehen ist, aber einfach immer wieder. Ich sag ja. so, ja. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich, weißt du, eine ähnliche Geschichte, ah, dann stimmt's, ja? Ja, genau, nein. So geil. Ich kann mir den Schluss vorstellen, sicher so. Ey, mach. Genau, wirklich. Und ich komme die Kamera näher. Warte. Das ist so geil. So schlecht. Was die Twist. Oh mein Gott. Den Twist immer. Oh, oh, und, fuck. Und die Motivation von den einzelnen Charakteren ist so absurd, gell? Es ist richtig, die ganze Geschichte ist absurd. Er hat eine bis sicher eine Leute und sagt, ich mache dich mega glücklich für den Gang. Du kannst gehen. Ja, jeder andere würde sagen, komm schnell rein, Mann, erzähl jetzt. Genau, und, Interview. Okay, was hast du denn genau vor? Ja, genau, was hast du denn vor?
was sind, wo er kommst, wie kommst du wieder heim? Das sind wichtige Fragen. Bist du allein da? Muss ich nackt sein? Oder? Wer lässt einfach jemanden rein, der sagt, hey, ich mach dich mega glücklich, das ist dein Glückstag. Ah ja, fremder Mensch, komm in meinem Haus. Oh mein Gott. Das ist so geil. Die andere Folge ist irgendwie, wo, wo eine zieht neu einnehmen und eine läutet. Und wirklich, meine Freundin automatisch sagt sie so, ah, lueg ihre Kleiderstil, lueg ihre Frisur, sie ist wahrscheinlich schon lange tot, so in den 40er. Okay. So, so weißt du, so völlig undefiniert, so mit dem Outfit und bla bla. Ja. Und sie ist so mega nett zu ihm und sagt so, ha, ich wohne auf der anderen Seite. Oh, come on! Das ist so fucking X-Factor Sets, so, you know she's dead. Und dann so, ah, okay, und so. Und dann hat Lehrer sich irgendwie kennen und dann sind sie zusammen, aber sie ist immer gleich noch ein bisschen komisch. Und weißt du, dann manchmal haben sie so voll romantisch. Sie ziehen zusammen? Nein, sie sind zusammen. Ah, sie sind zusammen. Und sie haben so voll romantischen Moment, wo sie sagt, so, hey, du bist die Frau von meinem Leben. Ah, you're so. Fucking a ghost. Und sie küsst ihn und sie smilet so und dann macht sie auf einmal... läuft so weg, weißt du, hä, was jetzt dort Motivation sind? Drama Queen. Es ist nicht so einfach und weißt du, ich wünschte mir, ich wäre die Einzige, aber ich weiß nicht, ob ich dir kann vertrauen und so. Ich bin die Einzige? Für die. So, für die, oder? Okay. Und also ja, voll. Und also die ganze Zeit so Seidenhemdli an, wo viel zu groß sind, weißt du, die klassischen 90s. Ja, genau. Die 90s-Dinger, weißt du, wo einfach so Donut, so eine Schulter, so eine Schulter bis 10 cm raushängt. Du musst viermal rollen, bis es da herkommt. So, und also voll der Butsch du so, oder? Und also, nein, ah, und also übertrieben spitzt die ganze Zeit. I love you. Noi, come on, let's go and sleep. Und dann cut, weil das sind immer nur so 5 Minuten Folge. Die ganze Geschichte wird in 5 Minuten erzählt. Okay. Als Kind ist mir das viel länger vorgekommen. Ja, klar, ja. Aber es ist wirklich einfach so, bum, 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 oder? Okay. Und dann ist cut, und danach ist es einfach so, sie hockt in der Stube, er ist 5 Meter... weiter entfernt in seinem Schlafzimmer und telefoniert mit diesen fucking Bricks vom Telefon mit der Antenne. Ja. Sagt so, ja, Baby, und dann am Weekend können wir zusammen wegreisen. Ach, Schande, der betrügt sie gerade immer drauf. Okay, ja, ich freue mich so auf dich. Wir können vielleicht im Hotel und das ist überhaupt nicht auffällig, Schatz. Niemand weiß, dass ich telefoniere. Und dann hast du gesagt, okay, Baby, ich liebe dich. Und sie ist so 3 Meter damit raus. Und so, ich habe gewusst, du bist... Ich wusste es. Und dann so, nein, nein, bleib hier, es ist nicht so, bla bla. Dann wieder Schnitt, sie ist weg. Und er geht irgendwie zum Haus gegenüber und sucht sie, und dort ist irgendwie so ein Garten. Und sie sind 40 Jahre tot. Ja, es ist USA. USA in den 90s ist natürlich ein Mexikaner, so mit der Schnauze. Und also, wohnt, keine Ahnung, wie sie geheißen hat. Natalie Wheeler. Und also, nein, der Pfarrer wohnt seit 25 Jahren hier, sonst niemand. Und also, hä? Pfarrer, und dann läuft er irgendwie 3 Meter, das ist über der Kirche, und dann hat es einfach so einen Grabstein, wo einfach sie, ihren Namen, und sie ist 1949 gestorben. Oha! Okay, ja. Und dann so, sie hat noch gesagt, sie wohnt auf der anderen Seite. Und ich glaube, bei der Geschichte haben sie noch behauptet, sie sind wahr. Ja, tatsächlich. Etwas also, Ähnliches hat sich mal... Was ist der Moral etwas von der Geschichte? Etwas Ähnliches hat sich mal vor. Als hätte er etwas daraus gelernt. Aber weißt du, wie sie geheißen hat? Geschichte? Der Casanova. Was hat er daraus gelernt? Er hat sie betrogen und dann ist sie nicht mehr rum. So, wow. I learned my lessons. Sie ist im Jenseits. Und vor allem... Er sieht sie noch wegrennen und auf einmal tut sie so... Who are these ghosts? Vor allem, ich als Geist, ich will doch nicht zurückkommen und wieder feste Beziehung suchen. Es ist ja dermaßen dämlich. Vor allem, wie können sie rummachen? Eben, bumsen, wie? Nein, also wenn er kommt, plötzlich spritzt ein Sperma wieder auf den Bauch und denkt, das ist... So, pschiu! So, what? Why is it on the floor?
Vor allem, warum kommt die Frau wieder? Du hast dein Leben lang gelebt, du bist ein Geist. Warum würde ich wählen? Eine feste Beziehung? Vor allem, wenn du den Dude gesehen hast, warum 40 Jahre später zu einem mit einer Glatze, wo so Samt Seidenhemdli anhat. Hat ausgesehen wie so ein Clubbesitzer in Miami. Oh. Weißt du? So. Oh nein. Und vor allem meine Freundin sagt noch so, wenn man so übertrieben spitze, sagt sie, keine Frau hätte sie jemals attraktiv gefunden, wenn er so, ah, oh yeah. Und sie hat sie gesagt, und sich selber auch noch so geil findet dabei. Weißt du, erst so, oh yeah, ah. Ja, küsse sie, aber hebt sich selber so, du bist so geil. Er küsst sie, aber lügt im Spiegel sicher. Ja, oh, ja, Baby. Fette Nippel. Ja, oh Mann. Gefällt dir mein Bizeps? Oh, ja. Ja, es ist mir von X-Faktor ist mir wirklich so, dass ich glaube, als Kind nimmst du es eh anders wahr als Erwachsene. Kannst du nicht schauen. Zum Beispiel nein, auch. Du kannst schauen. Es du ist kannst schauen, aber lauf fucking entertaining. Und ich liebe den Jonathan Frakes. Ja, ja er macht schon gut. Er ist der geilste Dude. Lebt der noch überhaupt? Ja. Ja, der lebt noch. Ja, und der tut noch easy gauge. Das ist jetzt so ein gemütlicher, okay. Older Dude. Okay. Ja. Die müssen das ohne Scheiß zurückbringen. X-Faktor. Ich habe ein Glas, es kommt vielleicht nochmal. Oder irgendetwas haben sie nochmal aufgenommen. Ah, das wäre fett. Das wäre richtig cool, wenn X-Faktor nochmal kommt. Aber richtig nice. Mit modernen Stories, wie irgendwie plötzlich. Ja, vor allem. Einer schreibt mit einer über Instagram, aber der ist genau. Schon tot oder so. Gut, das ist dann aber Catfish. Ja, das ist Catfish. Das stimmt. Das ist wo sie einfach das Profil von jemandem Totem kopieren. Aber Catfish ist auch so eine Sendung, wo ich mich auch mega gefragt habe. Oh wie Gott. Sind die Leute auf das Drehgate Monate, jahrelang? Check ich nicht. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, wenn wir telefonieren, nein, es geht nicht, weil ich so eine Kondition habe mit meinem Hals und so. Ich kann nicht telefonieren. Ich bin allergisch gegen Strahlen. Was? Mein Mitbewohner ist kompliziert. Ich kann nicht einfach so telefonieren. Ja, genau, er hört nicht gerne Stimmen. Was? Und dann ja, können wir uns treffen. Und, nein. Oh, mein Telefon ist kaputt. Hast du mir $500? Ja, genau, ja. Ich gebe dir sie, wenn wir uns nochmal sehen und so. Aber irgendwie tun es mir schon leid. Die eine Person habe ich mal gesehen, die ist auf einem dunklen Raum immer gesessen. Ich habe gesagt, hey Baby, mein Licht ist kaputt. One year, really? Really? Stop lying, motherfucker, stop lying. Oh nein. Ich weiß auch nicht, warum man mich nicht sieht. Es ist mega komisch. Nein, ich verstehe es nicht. Ich meine, wenn du mit einem Mann schreibst und dann schreibt er als Frau, das merkst du doch. Hey, vielleicht auch nicht, wenn du immer das Bild siehst. Ja, ich glaube, die Leute sind sicher geblendet und denken, ah, so jemand will etwas von mir. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann denkst du gar nicht dran. Das ist einfach awkward. Ich habe eine Folge gesehen, wo effektiv sie sich irgendwie 6 oder 7 Jahre nie gesehen haben. 6 Jahre? Irgend sowas. Sie ist super am Hyperventilieren, wo sie bei ihm vor der Hütte sind. Und dann kommt wirklich einfach der Dude raus. Oh. Und er heisst so. Oh. Und er sieht so aus. Und Sie sind the happiest ever. Sie umarmen sich und heulen und so. Oh, endlich sehen wir uns. Wow, du bist wirklich. Ich habe gewusst, du bist es. Und wieso hat es 6 Jahre? Und irgendwie wirklich... Er hat, was ist gesehen? Er hat, glaube ich, keine Webcam kaufen. Oh nein, nicht können kaufen, weil er ist broke as fuck. Okay. Und sie hat ihm kaufen und er hat aber nicht ihr das antun und so. Oh, okay. Und dann irgendwie tatsächlich bum 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 und dann sind sie irgendwie sogar zusammengezogen und die sind was? Aber das ist eine Geschichte. Eben, das ist wirklich die einzige Geschichte, was sonst sind immer irgendwelche Menschen in Perücken, die so oder war irgendein Teenie so, I'm sorry, I was having fun. I didn't want to hurt your feelings. I know you said you love me, but I thought... Und noch schlimmer, es sind immer so Leute aus dem Bekanntenkreis, sehen, so, du bist so traurig gewesen nach deiner Trennung, ich wollte dich happy machen, indem ich etwas Neues erfinde, wo mit dir etwas schreibt, und dann ist es viel zu lang gegangen. So, Dude, no! Come on! Schon wenn deine Tochter Schluss hat und dann erfindest du irgendeinen Typ... Wo immer Briefe schreibt. Wo immer Briefe schreibt. Spätestens bei den Dickpics hört es auf. Das. Oh
Nein, der hört auf. Oh sieht so fit aus, du bist sie. Und die Dickpics. I'm sorry, baby. Oh mein Gott. Wie bin ich jetzt auch wegen Vampir? Wegen Vampir genau. Sind auf X-Factor. Alter Zwangsjacke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Such das mal, Christoph. Vielleicht finden wir das. Das oh war der Gott, Shit. Das hat... Ey, wenn ich das wieder... X-Factor. Irgendwie Millionen oder Vampir oder irgendwie so. Vielleicht gibt es das Video. Oh mein Gott. Yeah. Ja. Ja, such du mal, vielleicht findest du etwas. Hey, nein. Mit Vampir oder Millionen oder irgendwie unschlagbares Angebot. Ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Unschlagbares Angebot. So geil. Ich erfülle deine Träume. So geil. Aber es ist. Ja, das ist ein Casanova. Aber es ist nicht das. Es ist, aber vielleicht ist es in der Erfolg gesehen. Nein, ah, das ist aber auch, der ist halt super dumm. Einer findet ein Portemonnaie. Ja. Und per Zufall ist, ein Lottoschein ist die Person, nein, ist die Person verwandt mit ihm und sind alle tot, außer er, und er erbt irgendwie mega viel. Ah, shut up. Ich habe noch nie ein Portemonnaie gefunden. Der andere findet das Portemonnaie mit dem letzten Familienmitglied drin. Ah, und vor allem der Typ ist 2 Jahre schon tot. Und per Zufall ist 2 Jahre später das Portemonnaie auffindbar. Yeah, yeah. Ja, genau, ja. Weiß ich Japan, würde ich es noch glauben. Ja, vielleicht musst du googlen mit irgendwie eben Vampir oder irgendwie so. X-Factor Vampir. Ja, wirklich, die Szene, wo er in der Zwangsjacke oft so in dem Klapsen ist und dann macht er irgendwie... Meine Schwester hat das immer geschaut, das kann ich mich noch erinnern. Ja? Yeah? Ja. Immer. Also in Südafrika, oder was? Ja, und da auch. Ja? Wenn wir auch da hingekommen sind. Ich weiss noch, als Teenie haben das mega viel geschaut. Ja, es ist halt auf RTL 2 ist es auf den Tod gelaufen. Ja. Oh, du hast es auch geglaubt damals? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, weißt du, wenn so, aber jetzt als Erwachsene geben, kennst du halt, das ist ein bisschen, zu viel Show. Wie die hohen Ghost Stories da, wo sie haben, wo sie sagen, yeah, we have this ghost meter and we're going to go into this house and if it hits the red spot, then we have a ghost in this house. Da habe ich immer gedacht, wie funktioniert so ein ghost meter? Oh, Scheiße, was misst der? Statische Elektrizität, was? Ja, irgendwie so etwas. Sie haben doch auch, gern sie auch auf Tapes aufnehmen. So, ja, nein, genau. Nein, es funktioniert nicht, wenn du es einfach mit einem Smartphone aufnimmst. Nein, nein, nein. Aufnahmefunktion. Nein, es muss... Geist sucht sich so ein altes... Es muss ein analoges Gerät sein, genau. Wo super fehlerhaft ist. Ja. Und wenn es dann irgendwann... drauf hat, dann sagst du, da ist der Geist. Kann einfach der Band kaputt sein, oder? Ist ja komisch, dass nur in den USA immer Geister jagen. Eben, das habe ich ja immer gedacht, so, only in the USA. Auch Bigfoot. Ja, Ghost Houses. Lebt nur in den USA. Ja. Nein, Schweiz, da in der Schweiz sind Leute weniger abergläubisch, glaube ich. Yeah. Oder? Würde ich behaupten. Yeah. Sind denn abergläubisch? Christoph? Hm? Bist du abergläubisch? Nein. Nicht? Luca? Du. Ja gut, er ist Italiener. Er ist Italiener, denke, ja, gut, der kann nicht. Sorry, man. Aber ja, Fußball ist seine Religion, das ist... Nein, als Italiener musst du fast, gell? Ja. Nein, wir haben es... meine Family auch, aber ich bin, glaube ich, der Einzige, der, glaube ich, nicht auf das... So, also schon als Teenie. Ja. Yeah. Habe ich schon nicht so. Aber Afrikaner sind recht abergläubisch. Ja. Yeah. Das muss man schon sagen. Sind wir schon. Aber ich hatte nicht. Ich hatte zu viele Fragen gehabt. Voodoo-Shit, Son. Ja, ne, Voodoo. Ich hatte zu viele Fragen gehabt. Sonntagsschule, zum Beispiel Adam und Eva. Ja. Yeah. Ich hatte immer wurde viele Fragen gehabt. Wie eben? Die sind die Ersten, aber die im Bauchnabel. Yeah. Wieso, Kollege? Erklär mir das. Und dann haben sie 2 Söhne. Wie haben die Söhne? Töchter und wenn man es bumst, Mutter. Das ist so, ja, sick. Und dann, wenn das so gewesen wäre, wären doch alle nicht ganz normal. Aber dann gibt es normale Menschen, keiner ist so ein starker. Und dann, ja, ich hatte viel zu viele Fragen gehabt.
Und dann so in der Beginn, also wenn es kein, wenn es niemand am Anfang gegeben hat, wie hätte jemand können wissen, was am Anfang war vorher? Ja, ja, ja. How? Du, how? Ja. Ich weiß noch, mein Religionslehrer, der hat irgendwie, ja, der hat irgendwie, es ist ein cooler Dude gesehen, ja, aber halt auf der so das Zeug bin ich also ein bisschen gesehen. So, hä? Ja. Ich so, ich bin sogar, ich glaube, ich habe ihn mal gefragt, hat also gesagt, aber es gibt ja auch die Theorie vom Big Bang. Genau, vom Urknall. Ja. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, geh mal in ein Labor, misch mal ein paar Sachen zusammen. Also hat es mir erklärt, hat gesagt, ja, das sind ja anscheinend durch chemische Substanzen, die sich immer transformieren und bla und bla und irgendwann, okay, ja, irgendwann gibt es den Urknall. So, und dann gesagt, geh mal in ein Labor, tu mal ein paar Substanzen zusammenmischen, bis es explodiert und schau, ob dann etwas entsteht. So, und ich sage, ja, okay, also, Finger mit eben, nachher, dann ja. Dann habe ich gedacht, okay, das macht schon Sinn. Du kannst nicht beweisen, aber du kannst genauso wenig beweisen, dass eigentlich in 7 Tagen. Also, es ist auf die jetzige Theorie. Vielleicht kommt dann irgendwann die Wissenschaft weiter und sie merken, ja, ah, es ist mehr das gesehen, es ist mehr das gesehen. Aber ich glaube, vielleicht ist es ja nicht Big Bang gesehen, sondern es ist wirklich so eine mega langsame Transformation, ja, gesehen. Bla. Also, ich habe die Theorie von Multiverse, finde ich auch nicht so schlecht. Wo sie sagen, dass so wie bei einer Supernova, wenn ein Stern explodiert, yeah, die äußere Schicht, sobald es die innere Schicht trifft, explodiert es. Yeah. Und dann haben sie das Gefühl, so quasi weil die Weltall eigentlich ab der Mitte soll sie eigentlich langsamer werden, als wäre es ein Knall gewesen. Aber unser Universum, oh sorry, macht genau das Gegenteil, es wird immer schneller. Mm. Und irgendwie, das ist eben mega weird. Und deswegen gehen sie davon aus, dass es mal expandiert ist und dann ist es so weit gekommen, dass eben, dann hört es auf und entweder gewinnt Gravity, dann zieht es alles wieder zusammen und dann gibt es einen Knall. Und somit entsteht wieder das Gleiche. Dann denke ich so, okay, ja, yeah, können sie. Sonst wüsste ich nicht, wie ich das könnte erklären. Du hast messen, von wo es war, yeah, aber wie es entstanden ist, du hast erst nachher, was dann gekommen ist, Protonen, Neutronen, ah, die Sterne. Ich habe viel zu wenig Ahnung von dem. Ich, ja, ich schaue oft ab und zu irgendeine. Zum Einschlafen. Neil deGrasse Tyson oder irgendwas. Zum Einschlafen. Wow. Wow, Bro. Ja, genau, ja. Wow. Komm nicht wirklich draus, aber es klingt mega spannend. Jawohl. Ich schaue die immer zum Schlafen. Und mit den Jahren habe ich immer wie mehr gelernt. Ja. Yeah. Da muss ich ehrlich sagen, am Anfang habe ich immer gedacht, boah, zu kompliziert. Aber yeah, mit der Zeit checkst du es am Fall und denkst, boah, Universum ist eigentlich mega. Mega interessant. Ja. Yeah. Und wir sind mega klein, deswegen ich finde es mega schwierig zu sagen, es hat ein Gott, der genau auf uns Menschen schaut. Klar, wir sind einzigartig, aber ich habe das Gefühl, wenn es einen Gott gibt, ist er nicht so, wie wir uns vorstellen. Mm. Es müsste irgendwie so ein mathematischer Gott sein oder keine Ahnung. Irgendeine Kraft, die wir uns nicht vorstellen können. Wie ist denn bei deiner Familie der Aberglaube? Was machen sie? Irgendwie laufen sie nicht. Was ist ein Aberglaube bei euch? Nein, Aberglaube, ich habe das immer wieder gesehen bei den Kongolesen, weißt du, zum Beispiel, wenn du eben gesehen hast, wie jemand sich nicht normal benimmt. Also nicht in der Familie oder so, in Kongo ist es meistens so gesehen, jemand benimmt sich nicht normal und jetzt sagt man immer so, die Person hat Ndoki, das heißt Dämonen. Oh, ohne Scheiß. Gerade so. Wie so, vielleicht ist die Person psychisch gestört oder so. Yeah. Weil du hast eine Psychose, deswegen benimmt sich die Person so, nicht gerade das. Und das hat dazu beigetragen, dass psychische Probleme bei uns länger geht zum Behandeln, weil das Abergläubische kommt immer zuerst. Immer. Und das habe ich schon als Kind, ja, ist mir schon das aufgefallen. Wo ich immer denke, vielleicht hat die Person ein anderes Problem. Und nicht gerade Dämonen oder irgendwelche schlechte Geister und so. Also, meine Familie ist nicht so extrem. Der Devil? Ja, genau. Aber es hat ein paar Familien gegeben, wo du einfach irgendwie, wo sie dir irgendwie Salz von der Hütte stellen oder so. Oder irgendwie. Ach, um sich abgrenzen. Ja, genau. Das Salz, dass, ja, dass sie nicht überkommen. So. Ja, voll. Aber eben, ich habe 2 Fragen gestellt. Ich finde, ich glaube, das, was du willst, aber irgendwie. Ich finde die Mischung geil. Wenn du an etwas glaubst, was dich motiviert, oder ein Leitfaden gibt, yeah, 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 und die Wissenschaft, mhm, wo dein Dasein
zu einem gewissen Maß erklärt. Mhm. Also weißt du nicht, dass du einfach auf blinden Glauben gehst, weil ich finde, Glauben macht viele Sachen schwieriger. Ich merke es eben auch bei uns, es ist irgendwie Leute, wo es schlecht geht, sagen dann noch, ich glaube daran, dass Gott etwas für mich macht und so, dass es gut kommt. Und ich finde so, ja, ich glaube daran, wenn du deinen Arsch bewegst, dass Gott dir wird dazu helfen, dass du etwas für dich selber machst. Eben gewisse Leute warten dann auf, mit Hoffnung und das Gefühl haben, ah, will ich jetzt glauben? Voll. Genau, Ich finde, das Konzept von Glauben ist ja gut, egal an was oder wer oder wie auch immer, weil es einem ja sicher auch Kraft gibt. Ja, genau, ja, voll. Weil man sonst das Gefühl hat, es ist ja mega ermüdend, wenn du immer nur an dich selber glaubst und nicht das Gefühl hast, jemand anders glaubt. Ja. Auch an dich, und durch das kannst du an etwas oder jemanden glauben. Es gibt ja Menschen, die glauben ans Universum als Kraft zum Beispiel, oder? Ja. Quasi, was ich ins Universum schicke, kommt zurück. Und das ist einfach ein bisschen per Definition wissenschaftlichere Version von Religion. Ja. Aber es ist trotzdem ja nicht Wissenschaft. Ich glaube an etwas und ich habe das Gefühl, es hat mit dem zu tun, dass man das dann irgendwie halt auch ausstrahlt. Ja, auf jeden Fall. So, das halt eben, wenn du das Gefühl hast, wow, es passiert etwas Gutes für mich, dann strahlst du das auch aus. Genau. Und dann tun die Leute auch anders auf dich reagieren und dann passieren vielleicht tatsächlich Sachen. Ja. Aber das ist für mich so eine Einstellung, wo kommt mit der Motivation. Ja, das ist wahr. Und dann ist es wie wurscht, an was man... An was du glaubst, genau, ja. Glaubt, so. Und ich verstand natürlich bei Religion... Ich meine, wir haben das anders. Wir haben schon nur in der Comedy-Szene haben wir so ein Community-Gefühl. Ja. Weißt du, wo mir mega viel gibt. Ja. Weil ich oft wirklich weiss, ich bin unter Gleichgesinnten. Ja, genau. Völlig egal, wie unterschiedlich wir als Menschen sind. Ja, aber es hat so ein bisschen etwas. Ja. Also halt völlig abgeschwächt. Aber ich verstand natürlich schon, wie so ein mega Gemeinschaftsgefühl kannst du, wenn du in die Kirche gehst und die sind alle zusammen für den gleichen Grund dort und so. Ja, und aber es ist trotzdem ein Leitfaden und nicht. Ja, logisch. Es muss kein Gesetz sein, wie man mit seinen Mitmenschen. Also, es ist ja auch crazy, was für ein Business dahinter ist. Ja. Wenn du dann die Christ. If you give me $1, I will give you back $3. Change is coming your way. Help me buy my new $100 million plane. Alter, kennst du meinen Lieblingstrick, was ich so mache? Christoph, kannst du mal schnell auf mich schneiden? Warte mal. Weißt du, was mit Lieblingstrick? Mein Lieblingstrick ist so. Wenn sie so machen, und dann ist es irgendwie. Gang auf Total ist vielleicht einfacher, da muss ich nicht so weit rauf. Okay. So. Und dann sagen sie so: die rechte Fuß ist. Dein rechte Bein ist 2 Zentimeter länger als dein linke. Glaub dran, glaub an Gott und Zeugs und Sachen. Dann machen sie irgendwie so. Dann stehst du auf und dann ist auf einmal die sind gleich groß! aber sie ist gleich groß! Sie hat so ein bisschen aus dem Schuh rausgerutscht. Das ist so dumm. Nein, aber es ist auch ein Business. Weißt du, so Christ-Concerts. Ey, die sind mega. Ey, die sind. Oh mein Gott! Einfach wirklich zahltausende Leute. Das Money-Making-Machine. Und dann hast du dort, und weißt du, die Musik ist gut produziert. Ja? Und es ist aber wirklich, es ist einfach super Propaganda. Ach, der Gott ist eine Money-Making-Machine. Die Kirche ist wirklich eine Money-Making-Machine. Hast du X-Factor noch etwas gefunden, apropos ich Glauben? Ich habe jetzt alle Folgen beschrieben durch. Also ich, hast du nicht gefunden? Ich habe aber auch nicht alles erfasst. Vielleicht finden wir es später noch. Ja, okay. Okay. Ja, ich schaue vielleicht nachher dann noch schnell. Ja, nein, mir nimmt es mega wundert. Ja. Der Casanova! Wir können auch kurz Pause machen und dann suchen wir das vielleicht ein bisschen intensiver. Und wenn wir es finden, schauen wir es dann. Okay, cool, ja. Machen wir kurz Pause. Bim! Sind wir zurück. Wir haben lang gesucht. Ja, sehr lang gesucht, aber leider erfolgslos. Aber das heisst noch nie, dass wir es nicht irgendwann können schauen können. Ja. Und falls irgendjemand, der den Podcast hört, das findet. Ja, genau. Wäre es eben mega cool. Es ist nicht Blutbank, haben wir herausgefunden. Nein, es heisst eben nicht Blutbank. Das ist eigentlich so eine Vampirgeschichte. Genau, sonst es ist irgendwie er wird durch irgendwie Wertpapier, das er irgendwie nicht mehr findet, wird er reich. Ah, ja, genau. Kauft sich ein Haus. Und irgendwie die Nachbarn kommen dann und sie bieten ihm irgendetwas an. So, und dann geht's ab. Ich suche das sicher auch noch. Ja. Falls ich es finde,
Wenn wir das nächste Mal zusammen sind, schauen wir es erst dann. Ja, gerne. Ah ja, cool. Da finde ich cool. Ich probiere es auf das cool. Arbeitsbrechen. Ich freue mich auf. In der Dings, in der Zwangsjacke. Oh nein! Weißt du, was auch noch passiert ist? Was? Seit du das letzte Mal da gewesen bist? Was? Du hast Premiere gehabt. Bam. Oh ja, stimmt. Ja, die Premiere gehabt nach dem Podcast. Ja, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, eine von der schwierigsten Premiere gewesen überhaupt. Weil wir nicht viel Zeit hatten, um die Witze zu üben. Ja. Yeah. Zwar hatte ich Tryouts gehabt, aber ich habe gemerkt, jetzt die letzten zwei Jahre, I lost the juice a bit. Yeah. Also weißt du, beim Schreiben, yeah. wenn du unterwegs bist, hast du halt mega viele Sachen, die du erlebst, kannst du zusammenfassen, lustig. Und dann bist du halt zuhause geguckt, Covid. So. Ja, und vor allem, du bist ja in einem Spielrhythmus. Das heisst, ja, alles, was du schreibst, ist ja viel einfacher, in deinem Kopf wieder auf die Bühne umzumünzen. Genau, weil du gerade noch sehr, sehr nahe Erinnerungen hast an so gestern, so vorgestern. Ja. Der Rhythmus irgendwie, du hast ein bisschen Flow, du weißt, was, ja. Also weißt, aber du hast ein bisschen Gefühl dafür, was funktioniert, ja, genau, ja. Und so. Und mit dieser Übung ist dann auch das Schreiben einfacher. Ja, genau. Weil du bist dann so, eben, du bist mehr drin halt. Ja. Wir sind immer so, wir sind irgendwie so zwei, drei Wochen sind wir irgendwie draußen, dann gehen wir kurz rein, dann sind wir draußen. Ja, genau, ja, du bist wieder draußen. So, mein Crowdwork ist not the best right now. Du kannst Crowdwork machen. Jo, ich getraue mich, die Leute nicht mal fragen. So, bei mir wäre es so, hey, wie heisst du? Sagt sie, Laura. Yeah. Und dann ist so, okay, schön, dass du da bist, Laura. Und ich frage, ja, warum bist du da? Weil ich will lachen. Weil jetzt in Bülach habe ich jetzt auch einen tough Dude gesehen. Oh, scheiße. Ja. Also, ich sage meinen Namen nicht. Doch, der Name hat er noch gesagt, oh, du hast das mal erzählt, wo eine wirklich ihren Namen einfach nicht hat sagen. Vor allem, es ist ein Corporate-Gig gesehen, weißt ich, so, hey, hilf mir ein bisschen, weißt du? Ja, genau. In so eine Vereinsversammlung, keine Ahnung was. Sag, gib mir einen falschen Namen. Sie hat, oh mein Gott, es ist so schlimm gewesen. Sie machen so, weißt du, so, es ist eigentlich ein GV, ja, oder? Und dann hat es so ein paar PowerPoints und dann ist es wirklich oft so abhökeln, so. Wiedergewählt und wiedergewählt mit 7-1 Stimmen, wiedergewählt, weißt du, oder? Und die Leute sind einfach so, come on. Und dann so, somit ist der offizielle Teil dieser GV abgeschlossen und dann hörst du so, bleiben Sie bitte sitzen. Jetzt aber noch der Unterhaltungsteil und hinten schon, weiß nicht wie viel, am Buffet und so. Wir haben einen sehr speziellen Gast. Ja, genau. Eingeladen. Er ist der Feel Good Comedian der Schweiz. Also, okay. Kabarettist? Frag ich so, zum Beispiel, die nette Dame da, wie heißt sie? Nein! 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 Was machst du denn? Ich antworte nicht! Oh, nein! Oh mein Gott. Okay, wow, das ist tough. Nein, der andere ist einfach so. Genau. Der andere ist irgendwie. Er hat es lustig gefunden, aber er hat irgendwie nicht wollen sagen, was er macht. Was so mega spezifisch. Like, why? Sag einfach, also, warum? Kannst du auch lügen? Ich check das eben nicht. Warum Leute finden, nein, was machst du denn mit meinem Namen? Ja, ich meine, die beste Comedy-Shows, wenn Leute mit dem Publikum reden, sehe ich also vor allem so im britischen Raum, aber auch in den USA, weil auch die Leute im Publikum einfach irgendetwas erfinden. Ja, genau. Ist ja völlig wurscht. Genau, weißt, dann wird es lustig. Astrophysiker. Ja. Whatever. Weißt? Ja, Astrophysiker mit der Comedy schon geschaut. Das wäre geil. Ich hätte verdammt viele Fragen. Eben. Ja. Ich hätte wirklich verdammt viele Fragen. Ja, aber du bist nicht so im Groove gesehen. Aber es ist sicher deine beste Premiere gesehen bis jetzt. Ja, mit Abstand sicher die beste Premiere gesehen. Ich bin nicht so nervös wie sonst. Außer in der zweiten Hälfte bin ich... Ich habe die Aufnahmen geschaut. Ich laufe rein, in der zweiten Hälfte bin ich so nervös. Ich sage alle Leute, hoi, hey, hallo. Und merke, das Mikrofon im Backstage vergessen. Ah, ja, stimmt. Dann bin ich wieder zurückgerannt. Und ich merke, wie das ganze Publikum so, hä, was macht der? Das ist Teil von der Nummer. Ja, dann komme ich zurück und so, sorry, ich habe das Mikrofon vergessen. So peinlich. Und dann noch nach der Show, es hat zwei Räume gegeben.
wo alle haben können sein. Ja, hast du im Plaza gesehen? Ja, und dann haben sich alle im Raucherraum gesammelt und alle dort so. Die merkst nicht, gehen daheim, so, nein, mag nicht. Und dann habe ich den Leuten gesagt, so, ich wüsste schon, es hat einen Raum nebendran gehabt für die Nichtraucher. Und dann sind irgendwie 80-70% sind schon nach einer halben Stunde gegangen. Das hat niemand gecheckt? Nein, es hat niemand gecheckt. Auch nicht gecheckt. Das hat geheißen, ja. oben ist dann noch Apero. Ja, so. Jetzt hätte ich sagen, in beiden Räumen. Ja. Nein, nicht du. Vielleicht auch die Manager, wo dann oft schon voll war. Ja, das muss man auch sagen. Voll. Mega seriös, Tim, mega seriös. Aber ohne Scheiß, am geilsten ist gesehen. Am geilsten ist gesehen, du hast, was ist, am Donnerstag zu oben hast du Premiere. Ja. Also, es ist ja eh alles fucking crazy gesehen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal in dem Podcast erzählt. Wir sehen, wie der Schädler angefahren wird. Wir gehen an die Premiere. Und dann heisst es, ja, eben oben ist noch Apero. Und es ist aber klar gewesen, später ist dann irgendwann noch eine Party. Ja, genau, ja. Und weil Donnerstag ist es eine Studi-Party. Oh, oder? Fuck! Das habe ich vergessen! Oh, Scheiße. Und weißt du, was meine Lieblingsszene war? Es ist wirklich halt in dem Raum, eben im einzigen, wo ich mich aufgehalten habe. Ja. Nicht der mit der geilen farbigen Disco-Floor-Lights, sondern der andere. Ja, genau. Auf dort. Ja. Wo irgendwie sonst meistens Backstage ist, wenn du dort Show hast oder so. Dort, ist irgendwie mit der Zeit auf einmal so mega, aber wirklich junge, oder? Ich meine, okay, ich bin jetzt 34, aber so, oh shit, irgendwie so, du siehst aus wie 16. Ja, so, genau. Und okay, immer wie mehr und es wird langsam ein bisschen lauter und die Musik wird lauter und immer wie mehr Leute und so, oder? Und dann irgendwann schaue ich über und sehe auf den Sven, wenn er so mit einem Bier so eine Tornado macht. Um ihn herum hängen so 15 Teenies. So, und so. Und so die Hälfte so am Boden. Also, Ich hab vergessen, dass das passiert ist, weil ich weiss noch, die Party war es, es sind Leute langsam gegangen, das ist mega leislich geworden und dann wird es immer lauter und der Kollege lehnt sich zu mir über und sagt so, Alter, warum sind alle da hinten so straff? Ich so, was? So, straff, sind alle so mega straff. Aha, ja. So, was straff? So, schau, vor allem die Frauen. Ich so, schon etwas oberflächlich. Dann sagt er, nein, schau, oben. Dann habe ich vom Nachschau gemerkt. So. Dann habe ich meine eigene Haut angelegt. So. Stimmt, man, ich bin der Einzige mit Doppelkindern. Und dann bin ich aufs WC gegangen und dann habe ich sie gehört schwätzen. Hey, Bro! Komm, dann ich gewusst, okay, this is a bit young. Und dann aufgegangen und so, ey, Leute, wenn ihr da seid. An das haben wir nicht gedacht, das stimmt. Das haben wir nicht gedacht. Aber das war lustig, das war ein Erlebnis. Ja. Aber der Schädel angefangen. Der Einzige, der sofort reingeblendet hat, ist der Sven gesehen. Aber wirklich, was fange ich Bier-Tornade? Nein, der Nick, mein Kollege, war mega besoffen. Vor allem, er ist mega gross. Das heisst, wenn er dann mit dir redet, er ist 1,90 Meter, 1,95 Meter. Das heisst, wenn er mit dir redet, er muss ja oben runterkommen. Yeah. Und ich glaube, wenn du dann betrunken bist, merkst du nicht, wie nöch du bist. Ah, ja. Kannst du dich verdammt über so, hey, Jebe! Hey, was machen wir noch? Und dann findest du so, yo. Und dann er ist er wirklich herzig, sie sagte so, hey, sorry, wenn ich euch zu nahe komme, aber ich freue mich einfach mega, dass die Premiere endlich hinter mir ist, dann kann ich wieder normal schlafen. Dann, Das ist voll die Studi-Party gewesen nachher. Yes, das war geil gewesen. Hat mich an meine eigene Sterblichkeit erinnert. Hey, man merkt einfach, wie... Ja, wie schön, ja. Wie. Vor allem dann ist es irgendwie fast 2 Jahre kein Ausgang. Ja. Yeah. Und in der ersten Ausgang, eben Plaza Premiere, der ist wow, mega geil. Und dann plötzlich merkst du, wie viel älter du geworden bist in 2 Jahren. Scheiße, Alter. Ey, man. Ja, aber hey, part of life. Ich würde niemals wieder 17 wollen sein. Ich auch nicht. Ich finde immer so, wie es jetzt gerade ist, finde ich super. Voll, hat Pickel, kein Selbstwertgefühl. Nein. Und das Programm läuft super gut. Ja, bis jetzt läuft es gut. Es gibt Orte, wo es gut läuft, es gibt Orte, wo es weniger gut läuft. Aber ich kann mich weniger bekommen. Eben, in diesen Zeiten sagt man, wenn du. Ich finde, alles ab 50 Leute bin ich zufrieden. Voll. Finde ich Bei mir durch 3.
Aber ja, ich habe Shows gehabt, wo nur 18 Leute dort gehockt sind, gell? Ja. Aber ohne Scheiß, wenn irgendjemand etwas mit 30 sagt, bin ich so, yeah! Nein, mir sage immer so viel. Aber auch unter 50 finde ich, es gibt Shows, die hure stimmig macht. Weil es hure persönlich ist. Ja, ja. Und du kannst wirklich mit den Leuten schwätzen und sagen, hey, ja. Und vor allem je nach Raum, wenn sie sich auch noch ein bisschen sehen, dann kriegst du eben so das Comedy-Club-Feeling. Dann ist es mega geil. Wenn du eben mit jemandem redest und die anderen Leute sehen die Person. Außer eben die Auftritte finde ich mega schlimm, wenn es einfach mega wenig Leute sind und dann hocken fast alle hinten. Ah, ja, ja. Dann findest du, come on, man. So, könnt ihr nicht machen. Hey! Mit ja, hey! Ich bin mitführen. Sonst holst du den Stuhl, hockst an den Tisch. Nein, aber läuft gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin froh, wenn die Massnahmen immer gelockert werden. Heute haben wir erfahren, dass sie ja gelockert werden. Die Homeoffice-Pflicht wird ja aufgehoben. Es ist noch nicht sicher, ob so ist. Bis der Podcast rauskommt, ist alles wieder anders. Ah, ja, das stimmt. Wenn der Podcast draußen ist, ist vielleicht schon alles weg. Ja, vielleicht hat es Covid nie gegeben. Ja, gibt es eine Mutation wieder. Das heisst, also Omicron, gibt es Omicron Prime. Yeah. Superkraft ist Husten und Quarantäne. Tom, wir spielen oft weiter und es kommt gut. Ja, voll. Irgendwann. Du hast auch keine Pause gemacht, gell? Nein. Ja, eben. Ich merke es langsam. Ja. Yeah. Ich habe auch das Gefühl, hätten wir mehr Pause gemacht und alles geht wieder auf, dann bist du nicht so in einem Stress. Ja. Yeah. Und bist erholt, du bist am guten motiviert. Aber auch die Heiße jetzt nicht machen, ist nicht geil, Mann. Nein, aber das ist ja eine Pause. Ja, voll, nein, ist nicht Pause. Du bist nur gestresst, wenn du denkst. Los. Eine Pause ist eine Poolparty in Vegas. Ja, definitiv. das ist eine Pause von jeglicher Hirnwindigkeit. Ich würde sehr, sehr lange Pause. Also, das ist eine Pause, wo wirklich einfach. Du wirst einmal so durchgespült. So primatendumm. Ja. Und dann kann so langsam Systeme drauf fahren. Du wirst desinfiziert. Oh mein Gott. Ah, yeah, so, du musst gehen. Ja, ey. Wir machen fertig für heute. Machen Tag, hey, danke vielmals. Und bis bald. Hey, bis bald. Hey. Peace. Es hat Spass gemacht, Leute. Viel Erfolg. Schaut rein. Falls ihr eben das von X-Factor dann findet, bitte sagen. Unbedingt. Wenn irgendjemand weiß, wie die Folge heisst oder wie man die findet oder was auch immer, unbedingt schicken. Und dann müssen wir entweder das nächste Mal schauen oder wie auch immer. Oder mit uns aufladen. Yeah, danke. Westside.